Was gibt es denn zum Beispiel für uns Männer an weiblichen Aspekten, die wir selber durch diese Tabus nicht sehen können oder wollen? Welche sind es denn überhaupt? Wir sind ja im Grunde genommen, leiden wir Männer ja auch unter einem wahnsinnigen Schuldgefühl, ja, dass wir so viel Mist gemacht haben, sage ich mal. So viel Unterdrückung, so viel Verachtung für die Weiblichkeit, ja, was wir da alles angestellt haben in der Geschichte. Es ist ja unfassbar. Für mich ein ganz besonderer, bedeutsamer Weg, tiefer ins Fühlen zu kommen, das zu fühlen, was ich vielleicht nicht fühlen wollte, durch die Scham, durch die Angst, durch den Ärger zu gehen, um das auch zu integrieren. Hallo und herzlich willkommen im Studio S, der Kanal für stimmiger Leben. Ich freue mich sehr, dass ihr drei Männer heute da seid bei mir oder wir virtuell verbunden sind. Herzlich willkommen. Und wir durften schon gemeinsam Sendungen aufnehmen. Und heute geht es um das Thema Weiblichkeit. Und wir wollen über das Wort und die Qualität des Weiblichen sprechen. Und ich begrüße euch nochmal namentlich. Hallo, Ernst Wilhelm Schneider. Grüß dich. Hallo, Dietmar Millhopp. Hallo Sandra. Hallo, Clemens Konermann. Hallo, Clemens. Ja, hallo Sandra. Ja, und es ist besonders mit euch Männern über Weiblichkeit zu sprechen. Und da hat mich Dietmar angeregt, das mal zu machen. Und es ist schön, dass ich da mit euch heute darüber sprechen kann. Und vielleicht magst du, Dietmar, auch beginnen, was dir da so besonders wichtig ist am Thema Weiblichkeit. Da kann ich vielleicht mal den Bogen zu unserem letzten Gespräch schlagen, wo letztendlich ja auch der Vorschlag entstand. Wir leben ja in einer dualen Welt hier. Wir haben ja sozusagen das Nirvana noch nicht erreicht. Und insofern sind wir konfrontiert mit allen möglichen Qualitäten, die immer aus sozusagen zwei Aspekten oder auch Polen bestehen. Und das ist natürlich bei den Lebewesen, insbesondere auch bei den Menschen, nicht anders. Und das Thema Weiblichkeit ist genau wie das Thema Männlichkeit aus meiner Sicht in Zeiten der Auflösung dieser Polaritäten. Ich will nicht gerade sagen Gleichschaltung, aber zumindest mal der Nivellierung der Ausprägungen aus meiner Sicht besonders wichtig, weil diese Entwicklung ja eine künstliche ist. Die hat aus meiner Sicht mit der natürlichen Lebensweise in dieser dualen Welt, in diesem Kosmos nichts zu tun. Und deswegen halte ich es für dringend erforderlich, dass wir gerade wieder diese Aspekte, diese Polaritäten, auch was das Thema Mann und Weib, Männlichkeit, Weiblichkeit angeht, wieder neu entdecken, um ein gedeihliches, zukünftiges Zusammenleben in vielleicht sogar einer anderen Bewusstseinsebene überhaupt zu ermöglichen. Wir stehen ja gerade vor tiefgreifendsten Veränderungen. Auch im Zusammenleben zwischen den Menschen, der Definition von Eigenschaften und dergleichen. Und genau aus dem Grunde halte ich das für sehr, sehr wichtig, das wieder sozusagen hervorzuholen, auszuprägen und um dann auch letztendlich ein wirklich tiefes, herzensmäßiges Bekennen zu sich als Wesen, mit welchen Qualitäten auch immer, zu gewährleisten. Danke. Deswegen finde ich die Diskussion darüber so wichtig.
Danke, Dietmar. kann das gut verstehen, was Dietmar sagt. Und mir kam gerade noch mal dazu so ein Aspekt. Du hast, Dietmar, das Thema Dualität angesprochen. Also das ist für mich jetzt in diesem Fall auch sichtbar, die äußere Form, der Mann, die Frau, vieles mehr, wissen wir alles. Das sind ja zwei, das ist also nicht eins, sondern zwei Wesen. Und für mich ist aber sehr bedeutsam, dass dieses Thema Weiblichkeit für mich auch eine besondere Energie darstellt. Eine Energie, die man oft Frauen zuspricht, können wir noch benennen gleich auch. Und Männer haben angeblich eine andere Energie. Ich bin der festen Überzeugung, weil das spüre ich in mir selbst halt auch, dass weibliche und männliche Energie in jedem von uns, ob nun Mann oder Frau, vorhanden ist. Und das ist einfach, warum auch immer, im Laufe der vielen, vielen Jahrtausende Jahre zu einer Trennung gekommen ist. Und diese männliche Energie hat so ein bisschen, nicht bisschen, ganz stark die Oberhand bekommen. Und diese weibliche Energie ist aus meiner Wahrnehmung heraus eigentlich, wurde mehr oder weniger vielleicht sogar unterdrückt oder auch nicht gesehen, nicht gelebt. Dabei ist sie genauso wichtig aus meiner Sicht wie die männliche Energie. Und es geht für mich persönlich darum, auch diese beiden Pole, wenn man das so sagen darf, diese Energien auch wieder in sich selber zu spüren, zu vereinen und dann daraus vielleicht auch, gerade daraus auch ein besseres Verständnis, ein besseres Miteinander, einen besseren Weg für alle zu finden. In dem Ziel, was sie beschreibt, finde ich mich total wieder. Ich habe in den letzten Monaten mich viel in der Männerprojekt viel mit dem Patriarchat auseinandergesetzt. Das fiel mir jetzt gerade wieder ein, Willi, als du das sagtest, dass diese in der Geschichte, wo wir herkommen, ja, wir Männer tatsächlich das männliche Prinzip sehr, sehr dominant war. Und dass die und auch viel Leid und viel, sagen wir mal, Fehlentwicklung wirklich auf dieser Erde mit verursacht hat, also maßgeblich verursacht hat, würde ich mal sagen. Also diese Energie des, ja, sich von sich selbst getrennt sein, das ja, all die Dinge von Ehrgeiz, von Machtbesessenheit, von sich nicht klein fühlen wollen und dafür groß sein wollen, das, was wir ja auch in den Kriegen immer wieder erleben, dass das eine ganz, ganz starke Energie ist und dass es für mich auch immer noch und sehr stark darum geht, das Weibliche, was ich mit weiblich assoziiere, ne? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was es denn eigentlich so darunter wirklich verstehen. Aber dass diese Energie und dass diese Qualitäten, dass wir die auch gesellschaftlich einfach gar nicht, noch lange nicht so anerkannt sind. Ja, auch wenn wir das Gefühl haben, ja, es sind so, hier ist es doch alles gleichberechtigt und alle Frauen haben die gleichen Chancen. Ja, das ist gerade mal dabei, sich so zu entwickeln. Und wo Frauen nicht mal wählen durften. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja, das ist in unseren Genen ist das immer noch da. Und deshalb finde ich die Würdigung des Weiblichen und das Zulassen des Weiblichen für mich auch, für uns Männer, mit einer der größten Herausforderungen. Ich bin da jetzt ist mal historisch nicht so wahnsinnig bewandert. Ich stelle mir nur gerade vor, dass vielleicht diese Qualität, die du gerade beschreibst, Clemens, vor vielen Jahren, Jahrtausenden vielleicht, auch mal eine Berechtigung hatte. Da, wo es wirklich um Kampf ging, um Überleben, das Jäger-Sammler-Prinzip, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch nie ganz richtig, keine Ahnung, da bin ich nicht ganz sicher.
Aber sicher bin ich mir, das hast du ein bisschen angedeutet, glaube ich, dass wir jetzt in der Zeitqualität leben, in der das nicht mehr trägt, in der wir, wenn wir so weiterleben würden, einfach auch unsere gesellschaftliche Entwicklung sabotieren und da in keine, aus meiner Sicht, keine gute Zukunft gehen würden. Darum braucht es Veränderung. Aus meiner Sicht. Also ich glaube, um da nochmal näher einzusteigen, wäre es schön, wenn wir uns nochmal austauschen, was für euch diese Qualitäten ausmacht. Also das Weibliche, was ist für euch das Aspekt des Weiblichen? Was ist das Weibliche für euch? Was sind weibliche Aspekte, die ihr vielleicht auch selber schon mehr integriert habt, wie vielleicht andere Männer oder die ihr noch weiter entfalten wollt? An was denkt ihr da? Wer möchte Also starten? nehme ich den Faden vielleicht mal wieder auf. Vorweg möchte ich aber noch eins kurz sagen. Die weiblichen und männlichen Aspekte, die bestehen ja eben nicht nur zwischen den jeweils so bezeichneten Wesen, sondern auch in uns selbst. Also das ist das, was der Willi da eben auch angesprochen hat. Und wenn wir selber wissen wollen, wer wir sind, dann müssen wir uns, glaube ich, oder dürfen wir uns, glaube ich, über diese Aspekte und deren Ausprägung in uns selbst auch im Klaren sein. Und deswegen hatte ich das damals auch vorgeschlagen, weil ich aus meiner astrologischen Analyse heraus die Botschaft bekommen habe, dass in mir als Wesen Dietmar, als Mann, mehr weibliche Aspekte vorhanden sind als männliche. Und jetzt greife ich den Faden mal auf und benenne mal ein paar davon. Für mich ist das Weibliche das Geheimnisvolle, das nicht unmittelbar Greifbare. Zum einen. Zum anderen, also ich vielleicht kurz vorweg noch, die Äußerlichkeiten brauchen wir, glaube ich, hier nicht benennen, sondern es geht um das Innere, um die inneren Aspekte. Ich hoffe, dass wir uns da im Moment dazu jedenfalls einig sind. So, also das ist das Geheimnisvolle, das nicht unbedingt rational Erklärbare. Ich bin selber ein absolut rationaler Mensch gewesen. Man hat mir aber an vielen Stellen bedeutet, dass genau dieser weibliche Aspekt in mir auch drin ist, aber ich habe den nie gelebt. Ich wusste gar nicht, was das ist, weil ich mich darauf nicht eingelassen habe. Das war mir, tja, ich sage, zu unpragmatisch. Das heißt, ich habe einen Teil dieser Welt sozusagen nicht entdecken können. Das Zweite ist, dass ein ganz wesentlicher Aspekt für mich das Nehmen können. Nicht so sehr das Geben, auf eine andere Art und Weise, aber das Nehmen können, das Annehmen können, ohne Widerstand oder großen Widerstand zu erzeugen. Also die Annahme. Ich gehe sogar so weit, dass bis zur bedingungslosen Annahme gehen kann. Das ist für mich ein absolut weiblicher Aspekt. Das nächste ist die Hingabefähigkeit, jetzt nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern sich dem, was gerade ist, was gerade geschehen will oder was gerade getan werden darf, sich dem voll hinzugeben und nicht schon im vorauseilenden Schritt die nächsten Dinge zu planen oder zu tun. Das wäre auch für mich ein weiblicher Aspekt. Und ich finde ja die sieben hermetischen Gesetze so toll, nach denen ich auch versuche, mich und mein Sein zu orientieren. Das ist auch das Thema Schwingung, also sozusagen in Bewegung sein, nicht erstarren, verharren oder sogar verhärten. Man könnte auch Schwingung auch mit weich vielleicht bezeichnen. Das Weiche.
das Nachgiebige, das Verständnisvolle, das Gütige. Also ich sehe das Thema Güte ganz klar als einen der hervorstechenden weiblichen Aspekte. Dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen, denn die beiden anderen, die haben ja bestimmt auch noch ein paar Ideen dazu. Ich habe gleich eine Frage an dich. Sind das Qualitäten, die du in dir spürst, die du bei dir wahrnimmst, von denen du gerade gesprochen Ja, hast? das ist genau das Thema, Willi. Das ist für mich eine Entdeckungsreise gewesen, nachdem ich diese Analyse bekommen habe, weil das war für mich völlig neu. Und ich war lange Zeit, ich bin da wie die Katze um den heißen Brei rumgelaufen, ungefähr 2 Jahre lang, bis ich innerlich sagen konnte, ja, ich will das mal entdecken, was da beschrieben worden ist. Ich habe das am Anfang, hat mein männliches Ego das abgelehnt. Und dann habe ich das wieder weggelegt. Und dann habe ich auch nicht mit weder Männern noch mit Frauen darüber gesprochen. Das habe ich nicht getan. Aber irgendwann mal war der Impuls so groß, da habe ich das dann getan und da habe ich gemerkt, wenn ich mich mit jeweils den beschriebenen Aspekten, die ich jetzt gerade genannt habe, zum Beispiel, mal tiefer beschäftigt habe, auch meditativ mich da rein gefühlt habe, da habe ich gemerkt, was mir da eigentlich fehlt. Also wie unterbelichtet das in manchen Fällen eben ist. Und das war für mich die Motivation, das in dem einen oder anderen Fall mehr und mehr und mehr zu kultivieren. Und auf dem Weg bin ich immer noch. Ich glaube, dass der Weg auch nicht enden wird. Ja, das vielleicht war das erstmal so eine passende Antwort, Willi. Ja, danke. Ich wollte es nur auch verstehen. Also welchen Hintergrund du sprichst. Also für mich ist jetzt, wenn ich das nochmal aufgreifen darf. Ich meine, wir haben alle unsere Biografie, alle unsere Prägung, die habe ich auch. Und ich fühle mich durch und durch als Mann. Und gleichzeitig habe ich früh in meinem Leben, schon so als Jugendlicher vor allen Dingen, mitbekommen und erkannt, ich kann mit vielen männlichen Tugenden nichts anfangen. Das ist zum Beispiel Fußball spielen oder Raumraufen oder sonst irgendwas. Und ich kriegte dann schon, was ich, vielleicht war ich 13, 14, den Spitznamen Sensibelchen, weil ich eben so irgendwie sensibel auf alles Mögliche reagierte. Da habe ich gar nicht gewusst, was das überhaupt ist, aber das kam dann so zu mir. Und gleichzeitig habe ich dann in mir gemerkt, bei mir gemerkt, dass ich dass ich in Kommunikation mit Jungs Schwierigkeiten hatte. Ich kam damit nicht klar, mit dieser Art von Bollerigkeit manchmal und von diesem Kampfeswillen, den auch junge Menschen, Jungen haben oder sowas, den Siegeswillen und was nicht alles halt. Und ich habe früh gemerkt, dass ich in Gesprächen, ich liebte Gespräche schon immer mit Mädchen oder dann später auch Frauen, mich wunderbar aufgehoben fühlte und damit klarkam. Deshalb kann ich, vielleicht ist das ein Muster bei mir, keine Ahnung, es ist aber jedenfalls so. Und so bin ich sozusagen mit weiblichen Qualitäten, die mir dann sozusagen gespiegelt wurden, indem ich mit Menschen, Frauen Kontakte hatte und Gespräche habe und heute auch ehrlich gesagt mehr Freundinnen habe als Freunde, was ich jetzt für mich als sehr wertvoll ansehe. Gleichzeitig hast du was eben gesagt zu diesen weiblichen Qualitäten, die du in dir fühlst oder die du in dir beobachten kannst. Und da bin ich selber noch auf der Forschungsreise. Also für mich war das Wort, was du genannt hast, eben dieses Annehmen, das würde ich so als Empfangen bezeichnen, weil die Frau empfängt ja zum Beispiel auch das Kind. Die Empfängnis ist sicherlich durch und durch etwas Weibliches.
Und dann auch dann folgerichtig das Annehmen von etwas. Und das habe ich überhaupt nicht gelernt. Etwas anzunehmen war für mich fast ein No-Go, weil meine Eltern mir das nicht vorgelebt haben. Man nimmt nichts an. Man gibt gerne, aber ein Annehmen geht gar nicht. So ist etwas, wo ich gerade in einem tiefen Lernprozess bin, auch dass diese weibliche Qualität des Annehmens, des Empfangens, auch für mich zu entdecken halt. Ne? Und andere Qualitäten, die du genannt hast, die fühle ich in mir, die sind da, wie sowas wie ein gütiges Gefühl. Ich habe, glaube ich, schon immer irgendwie auch ein Mitgefühl gehabt für meine Mitmenschen, für was um mich herum passiert. Das wird für mich, ist auch für mich eine tiefe weibliche Eigenschaft, die in mir auch durchaus vorhanden ist, genauso wie dieser gütige Blick auf alles. Das kenne ich in mir selber auch sehr. Ich lasse es mal dabei bewenden. Es gibt noch mehr zu sagen. Vielleicht kann Clemens auch mal von sich berichten. Danke. Ja. Ich finde das sehr anregend, was er erzählt. Mich hatte was du Dietmar gleich am Anfang erzählt hast, mit dem Geheimnisvollen besonders angesprochen. Ja, das fand ich auch gut. Ich persönlich, weil das so ein Geheimnisvoll, ungeordnet, ja, in der ganzen Palette der Gefühle bis hin zu hysterisch, alles Mögliche, was so nicht kontrollierbare, das nicht einordbare für mich, ja, das hat mir immer Angst gemacht. Das hat mir immer Angst gemacht. Ja, so da drin die Übersicht zu verlieren, die Orientierung, ja, mich darin zu verlieren. Und habe das wirklich am allerschwersten gefunden und finde es mittlerweile mit das Geheimnisvollste oder was mich am meisten berührt. Diese Qualität, weil ich die Qualität so spüren kann. Das alles Gebären, das alles, auch was in unserer Gesellschaft passiert, das geht ja nicht. Die Lösungen liegen ja nicht auf der logischen Ebene, die liegen ja nicht auf der Lösungsebene, die wir bislang immer heiß diskutiert haben und ja, do, da, wenn, dann und so, sondern die liegt ja auf einer ganz anderen Ebene, die wir uns eben nicht vorstellen können. Nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Und es braucht eine, und das zu gebären, auch wo die wesentlichen Impulse für unsere Weiterentwicklung sind, auch für unsere ganz persönliche, für meine, die liegen im morphologischen Feld, was geboren oder erfüllt, durchlebt, erforscht werden und dann geboren werden will. So, und dazu sind eben das Leben in dem Geheimnis, da überhaupt drin leben zu können, so wertvoll. Also, das empfinde ich, ja. Und dem Geheimnis selber zu leben, mir gelingt es, ja, zum Teil, zu einem Teil mit Verbindung mit Natur, mit Bäumen und da erlebe ich das, obwohl es vielleicht auch nicht nur das, ja, das ist ja auch ein Geheimnis, das Verbundensein mit diesen Wesen zu spüren. Aber das ist natürlich auch noch viel mehr. Viel mehr. Und das, ja, dieser Aspekt interessiert mich besonders. Vielleicht auch, weil ich ja aus so einem
groß geworden bin mit einem großen Bedürfnis nach Kontrolle. Also alle Emotionen kontrollieren zu wollen, damit ich darin nicht verschwinde. Und dann natürlich in den ganzen kontrollieren wollen, beherrschen wollen, planen. Und das sind natürlich wunderbare männliche Eigenschaften, wo man sich wunderbar drin finden kann und erhalten kann, aber eben nur für eine bestimmte Zeit. Oder ich jedenfalls nur für eine bestimmte Zeit, das kommt. Ja, ich würde gern ein bisschen was von mir mit reingeben in unser Gespräch. Und vielen Dank für eure Einstellungen, Aspekte, die ihr da mit reinbringt von dem Weiblichen. Und ich sehe das sehr ähnlich. Also ich hatte jetzt eigentlich bei keinem von euch einen Widerspruch in mir gespürt. Und es ist wirklich für mich so eine Art Spüren. Es ist nicht kognitiv, auch über das Thema, was wir sprechen, das kann eigentlich nicht so direkt erfasst werden, sondern es ist eine Annäherung und es gibt da sicher auch nicht richtig und falsch und so ist es und das ist weiblich und dann nicht mehr, sondern auch Übergänge. Und wenn wir uns jetzt als Mensch sehen, dann gibt es sehr, ich würde sagen, weiblich betonte Männer und sehr männlich betonte Frauen. Und trotzdem gibt es diese zwei Aspekte des Weiblichen und des Männlichen. Und ich bin da auch ganz bei euch. Und vor kurzem hatte ich ein wunderbares Gespräch mit Gila, mit der wir ja alle verbunden sind und über sie verbunden sind. Und da habe ich auch diese Aspekte verglichen mit der Natur. Also mit Tag und Nacht. Und es gibt halt Qualitäten, die die Nacht vom Tag unterscheiden. Und ich würde halt die Nacht dem Weiblichen zuordnen. Und da ist auch das Mystische und Düstere und Dunkle und Kühle und auch das Empfangende, der Mond, der ja da regiert und der ja selbst nicht die Sonne, das Licht hervorbringt, sondern das reflektiert. Und wie ein Spiegel wirkt. Und das würde ich auch mit diesen weiblichen Qualitäten in Verbindung bringen. Und ich habe das Gefühl, dass ich Glück hatte in dieser Familie, in die ich hineingeboren wurde, dass ich da als Mädchen so willkommen war. Und ich durfte so mein Mädchen sein und auch diese weiblichen Aspekte so leben und ausleben. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich eine Besonderheit ist und war. Also in unserer, sag ich mal, sehr leistungsdominierten Gesellschaft, wo es darum geht, möglichst in der Schule kognitive Leistungen und in einem bestimmten Zeitrahmen was fertig zu kriegen und auswendig zu lernen und abzufragen und das abzurufen und das sich ja so durchzieht. Und da habe ich das Gefühl, dass ich da wirklich meine Qualitäten, das vielleicht ein bisschen langsameren und nicht so kognitiv schnell des Erfassen können, dass ich die mir bewahren durfte, diese weiblichen Qualitäten. Und ja, und ich merke, dass oft Frauen in meinem Alter oder auch jüngere Frauen gar nicht unbedingt automatisch diese weiblichen Aspekte auch in sich ausgebildet haben. Und ich glaube schon, dass das auch mit unserem Kulturkreis zusammenhängt. Und manchmal kommt es mir fast vor wie so eine Inquisition auf zweiter Ebene, auf einer feinstofflicheren oder geistigeren Ebene, wo wir uns gerade befinden, dass es teilweise wie Art gefährlich ist, über Weiblichkeit zu sprechen oder über diese weiblichen Aspekte zu sprechen. Also, dass man sich teilweise gut überlegt und aussucht, mit wem spricht man über diese bedeutsamen Themen, über die wir jetzt sprechen. Und ich glaube schon, wir haben ja vorher über die Geschichte, Clemens, du hast ja das angedeutet, gesprochen und auch mit dem Männlichen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum sich das so ausgebreitet hat, auch mit dem, sag ich mal, Kriegsführen aber ich glaube, wir sind da ein bisschen ein Stück hängen geblieben und in so einer Form von Aggressivität vielleicht auch.
Und dass das auch ganz stark mit diesem immer höher, weiter, schneller zusammenhängt und mit dem Konsum und mit unserer Form, wie wir Leben gestalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die integrierte Weiblichkeit, also so wie wir es jetzt beschrieben haben, dass die auch zur Befriedung beiträgt oder beitragen kann. Mir fällt da spontan ein, dass wir diese, es geht ja um diese Befreiung der Weiblichkeit, dieser Qualitäten der Weiblichkeit, dass sie sein dürfen und genauso gut unserer männlichen Qualitäten. Ja, wir sind ja im Grunde genommen, leiden wir Männer ja auch unter einem wahnsinnigen Schuldgefühl, ja, dass wir so viel Mist gemacht haben, sage ich mal, so viel Unterdrückung, so viel Verachtung für die Weiblichkeit. Ja, was wir da alles angestellt haben in der Geschichte, es ist ja unfassbar. Ja, auf der politischen, religiösen, sexuellen Ebene, überall. Ja. Und wir haben ein riesiges Schuldgefühl. Und das ist für keinen gut. Ja. Da drückt alle Energien. Wir haben es nicht verarbeitet. Ja. Und schon gar nicht das dahinterliegende Trauma, weshalb wir es gemacht haben. Bei den Hast du da Frauen. eine Vermutung? Hast du da, gibt es da eine ka kausale oder eine kollektive, warum das Schuldgefühl, warum das getan wurde oder? Ich glaube letzten Endes, dass wir, man handelt ja aus so barbarisch, sage ich mal, oder so abgespalten, nur logisch, oder weil man nicht verbunden ist mit Gefühlen in sich, mit seinem Zentrum. Und da schlummern halt Wunden, die ich persönlich, jeder persönlich erlebt hat. Bin mittlerweile davon zutiefst überzeugt, dass wir alle so traumatische Erfahrungen haben, die nicht, ja, dass wir nicht in der Lage sind, anders zu handeln oder glauben, nicht anders handeln zu können. Ja, weil wir einfach diese Gefühle von Scham, von Unterdrückung, von nicht gesehen sein, von Angst, von Schrecken in uns tragen, aber nicht, sie dürfen nicht nach oben kommen, weil sie zu much sind. Ja, wenn ich sie nicht hochkommen lassen kann, dann wirken sie im Untergrund, dann muss ich sie drunter halten. Und dann muss ich, dann gehe ich so. Und bei den Frauen sehe ich es genauso. Sie sind auch zutiefst, ja, mit diesen traumatischen Gefühlen aufgewachsen und in der Geschichte. Ja. Und daher auch ein Kampf gegen die Männer oder ein Kampf gegen, ja, ist ja auch eine Anklage gegen die Männer. Und der Kampf und die Anklage oder die Verurteilung von Männern ist genauso wenig hilfreich wie unser Schuldgefühl. Leitgefühle oder die, was wir so Trauma nennen, diese nicht ausgesprochenen oder nicht bearbeiteten und nicht ans Licht geholten Gefühle, dass die ja unsere Liebe auch deckelt, die auch die Hingabefähigkeit deckelt, die. Für Hingabe brauche ich das Gefühl, ich bin sicher. Muss mich sicher fühlen können und geschützt, um meine, sagen wir mal, das Geheimnisvolle und dieses Leben gebären zu können. Ja. Und nicht für bekloppt erklärt zu werden und nicht für, ja, dafür muss ich aber eine Sicherheit haben und eine Anerkennung. Und das ist ja ein ja. Da kommen Gefühle hoch, die man ja nicht kontrollieren kann. Das kann ich mir nicht hingeben, wenn das nicht sein darf. Sprichst du Also ein dafür Thema an, empfinde aus ich meiner uns Sicht, Männer. was, ja, das hast du auch selber gesagt, Clemens, was ja nicht unbedingt männerspezifisch ist, sondern das ist Frauen- und männerspezifisch. Dieses Trauma, von dem du sprichst, und diese Erfahrungen, von denen du sprichst. Und das für mich ist das Wort Gefühl das zentrale Wort. Und das heißt, ja, unbewusste, bewusste innere Weigerung, tiefer zu fühlen, das zu fühlen, von dem du sprichst, Clemens, all diese Themen, traumatische Erlebnisse oder
auch übernommene aus anderen Generationen, von verlassen sein, von getrennt sein, von nicht wert genug sein und. Das will ja gesehen werden und integriert werden letztendlich. Und das ist für mich persönlich, wenn ich von mir reden darf, wieder ein ganz besonderer Weg, weil ich bin selbst auch eher verstandesgeprägt. Bei mir geht alles erstmal über den Verstand und dann ins Gefühl oder auch ins Herz. Das ist für mich ein richtiger, ich weiß für mich zutiefst, dass das der Weg ist, den auch ich jetzt gehen darf und vielleicht sogar muss, um einfach auch ganz zu werden halt. Und das zu fühlen, was ich bisher nicht gefühlt habe, mit noch mehr Mitgefühl, mit noch mehr Liebe zu gehen und auch mit noch, wie du eben sagtest, mit noch mehr Hingabe an das Leben halt. Ne? Und für mich ist es ein Weg, da können wir alle nur beispielgebend sein, das muss jeder für sich selber erfahren oder auch nicht. Aber es ist für mich ein ganz besonderer, bedeutsamer Weg, tiefer ins Fühlen zu kommen, das zu fühlen, was ich vielleicht nicht fühlen wollte, durch die Scham, durch die Angst, durch den Ärger zu gehen, um das auch zu integrieren. Letztlich geht es für mich persönlich darum, dass wir mit all den ganz wunderbaren weiblichen Energien, aber auch den männlichen, irgendwie wieder in ein, sagen wir mal, natürliches Gleichgewicht kommen, wo wir gemeinsam harmonisch beide Qualitäten im natürlichen Gleichgewicht leben kann, als Mann und als Frau. Würde ich den Faden vielleicht mal aufnehmen wollen, zu dem, was der Clemens eingangs gesagt hatte. Ich glaube, wir haben es hier vor allen Dingen mit diesem Thema Tabus zu tun. Das, was nicht benannt werden darf, was nicht gesehen werden soll oder will. Ich lasse jetzt mal Spekulationen über die Gründe, weswegen das so ist, beiseite. Aber Fakt ist, dass wir Männer wie Frauen ja in diesen Tabus leben. Wir sind auch so erzogen worden und wir haben offensichtlich auch über unsere Ahnenreihen eine ganze Menge an Päckchen in diesem Zusammenhang mitbekommen. Und dieses Nicht-Hinschauen wollen oder können, das sorgt ja dafür, dass eben genau diese Aspekte, die auch der Willi eben angesprochen hat, zunächst mal ausgeblendet sind. Und die wollen quasi wieder neu entdeckt werden. Dazu muss ich mir aber erstmal bewusst werden darüber, dass sie ausgeblendet sind oder dass sie überhaupt vorhanden sind. Das heißt, was gibt es denn zum Beispiel für uns Männer an weiblichen Aspekten, die wir selber durch diese Tabus nicht sehen können oder wollen? Welche sind es denn überhaupt? Und da möchte ich nochmal einen Bogen schlagen zu einer weiteren weiblichen Qualität, nämlich, Clemens, du hast es eben noch mal gesagt, das Geheimnisvolle. Ich gehe jetzt mal ein Stück weiter. Das Intuitive, das mit dem Kopf nicht Greifbare, mit dem Verstand nicht Erfassbare. Das Intuitive, das hat ja was von Mystik, von Nicht-Offensichtlichkeit, vielleicht sogar von höheren Mächten oder Kräften, wie auch immer, das für gewisse Wesen, geprägte Wesen, vorwiegend eben Männer, überhaupt gar nicht erklärbar ist. Und die Konsequenz aus diesem Unerklärbaren ist Misstrauen, Argwohn, Angst. Und ich glaube, das sind die Motivatoren, weswegen die wir angucken dürfen, weswegen wir unsere eigenen weiblichen Aspekte überhaupt gar nicht bisher so in den Fokus nehmen konnten.